Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal einen Brausepulverkuchen. Zuallererst rühren wir 255 Gramm Margarine schön cremig. Jetzt rühren wir 230 Gramm Zucker dazu. Jetzt kommen noch 4 Eier dazu. Jetzt brauchen wir noch 160 Gramm Joghurt, 120 Milliliter Milch und 335 Gramm Mehl und ein halbes Bäckchen Backpulver. Jetzt nehmt ihr 4 Schüsseln und teilt den Teig in ungefähr 4 gleich große Teile. Unter die erste Teighälfte hebt ihr jetzt 2 Päckchen Brausepulver Orange. Unter die nächste Teighälfte kommen jetzt 2 Päckchen Brausepulver Himbeer. In die nächste Schüssel kommen jetzt 2 Päckchen Brausepulver Zitrone. Und zum Schluss kommen noch 2 Päckchen Brausepulver Waldmeister drunter. Jetzt nehmt ihr euch eine Springform, die ihr vorher mit Backpapier auslegt. Und jetzt füllen wir den Teig abwechselnd in die Form. Mit welcher Teigsorte ihr anfangt, das ist euch überlassen. Den Teig füllt ihr dann einfach kreisförmig hier rein. Nehmt ihr die nächste Teigfarbe und macht das genauso. Dann die dritte Teigsorte. Und zum Schluss den restlichen Teig. Dann backt ihr den Kuchen bei 180 Grad ca. 50 Minuten. Es kann sein, dass ihr den Kuchen so ca. 10 Minuten vor Ende der Backzeit mit Alufolie mal abdecken müsst, damit er nicht zu dunkel wird. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen dann erst einmal abkühlen und schneidet ihn dann einmal durch. Den unteren Boden legt ihr dann auf eine Tortenplatte und den bestreichen wir jetzt mit einer Füllung, die wir uns jetzt zubereiten. Jetzt schlagen wir 400 ml Schlagsahne und 2 Päckchen Sahne feststeif. Jetzt braucht ihr die steif geschlagene Schlagsahne nur noch auf den Kuchenboden verteilen. Dann setzt ihr den zweiten Kuchenboden oben drauf und bestäubt das Ganze nur noch mit Puderzucker. So meine Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!